Guten Morgen, es ist Montag. Ich bin gerade am Frühstücken und habe heute schon mein Zimmer aufgeräumt. Da muss es nochmal durchgewischt werden. Das versuche ich jetzt immer montags zu machen. Und ich werde jetzt gleich von meinem Papa abgeholt, denn ich helfe heute meinem Papa im Büro. Und ja, das ist alles, was bis jetzt passiert ist. Heute Mittag mache ich vielleicht ein paar Fotos von der Halloween-Kollektion mit meinem Bruder, wenn er da Zeit und Lust zu hat. Aber das schauen wir dann heute Mittag. Und jetzt wird erstmal gefrühstückt. So, ich habe gerade die Nebelmaschine geholt. Ich bin wieder zu Hause. Und mein Bruder ist gerade da. Wir machen jetzt kurz die Halloween-Fotos von meiner Halloween-Kollektion. Perfekt. Wir haben jetzt 16:30 und ich bin super müde heute. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich heute Morgen stundenlang meinen Wecker klingeln habe lassen und ich vielleicht deswegen nicht so einen guten Schlaf hatte. Oder weil es heute recht dunkel und kalt und nass draußen ist. Vielleicht liegt es auch daran, ich weiß es nicht. Ich mache mir jetzt gerade mein Abendessen. Und dann gleich mache ich noch die Produktbilder von den Halloween-Sachen, stelle die online für heute. Und dann habe ich heute ganz viele Bilder bearbeitet, also gerade eben. Von einem alten Fotoshooting noch, wo ich mit meinem Bruder Fotos gemacht hatte. Das ist jetzt auch schon ein Weilchen her. Aber die habe ich jetzt alle bearbeitet. Oder ich glaube fast alle oder alle. Die meisten. Genau, dann werde ich jetzt beim Essen machen wahrscheinlich kurz noch Klavier spielen, weil ich versuche jeden Tag so ein paar Minuten Klavier zu spielen wieder, dass ich wieder reinkomme, dass ich ein bisschen neue Stücke lerne, alte Stücke wieder draufkriege, dass ich das nicht so ganz verliere und es macht mir auch momentan sehr viel Spaß. Und wenn ich dann noch Zeit habe, spiele ich eine Runde LOL im Stream, obwohl eigentlich muss ich ja nicht mal Zeit haben, dann spiele ich eine Runde LOL im Stream und dann müsste eigentlich auch schon der reguläre Stream beginnen. Und da werde ich Masken nähen, die bestellt wurden. Sorry. Masken nähen, die bestellt wurden. Und einen Beutel mit meinem einem Halloween-Motiv. So. Jo. Da. Ist schön mit meinen Schuhen? Gesundheit. Ach, das war ein anstrengender Vormittag. Ich bin gerade wieder zu Hause. Ich habe Mittagessen verpasst, das heißt, es steht nur noch Essen für mich da. Denn ich war in verschiedensten Einkaufsmöglichkeiten in Neuss und rund um Neuss, weil ich hübsche Unterwäsche gesucht habe für den Adventskalender und auch Oberteile oder Röcke oder generell Sachen, die ich noch beim Adventskalender anziehen kann und halt auch natürlich danach und die ich so dann tragen werde. Ja, und das war ein bisschen anstrengender, als ich dachte. Und ich bin auch erst wohin gefahren mit dem Auto, weil ich dachte, da gibt es einen Laden, wo ich ganz gerne sowas kaufe. Wenn ich das mal wieder kaufe, also das letzte Mal vor 4 Jahren oder so. Und der hat einfach nicht mehr existiert in diesem Einkaufszentrum. Da musste ich ja nochmal nach Hause und mit dem Fahrrad in die Stadt. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt was gefunden, was mir echt gut gefällt, was echt hübsch aussieht, was gut passt. Und wo ich jetzt heute dann schauen muss, wie ich die Outfits zusammenschmeiße. Ich mache mal die vorne an. Dass das alles schön zusammenpasst und wie ich das jetzt mache, weil morgen ist nämlich schon das erste Fotoshooting für den Adventskalender, das wird wahrscheinlich nicht das letzte sein, bei meinem Bruder zu Hause, weil der halt so eine sehr, sehr schöne Küche hat, wo ich was filmen möchte und so einen kleinen Platz mit einem Kamin und so und ich glaube, das könnte ganz süß aussehen für Adventskalenderbilder. Das heißt, heute muss ich Weihnachtsdeko zusammensuchen für den Hintergrund, die Outfits zusammenstellen, mein Make-up überlegen, damit ich weiß, wie ich die Fotoshootings anordne, also welches Set ich nach welchem mache, dass ich halt nicht einmal mir hier was ins Gesicht male und beim nächsten das dann wieder abmachen muss und dann da was hinmale, sondern dass ich das am besten so schichten kann, dass ich die ersten mache mit
wenig Make-up und dann immer was dazu mache oder halt, ne, was wegmache und dafür dann woanders was hinmale, aber halt nicht einmal Harley Quinn mache mit komplett weißem Gesicht, dann Harley Quinn weg, dann rote Augen, dann nochmal Harley Quinn und ne, so, dass das Sinn macht, vom Aufbau her. Genau, und ein paar Posen habe ich mir auch schon rausgesucht aus dem Internet, also woran ich mich so ein bisschen orientieren möchte. Und die ist, das hilft mir immer, wenn ich bei anderen gucke, was die so machen. Und dass ich dann halt ähnliche Sachen mache oder halt einen Teil davon zum Beispiel nehme und dann aber halt die Arme anders mache oder sonst irgendwas. Ja, genau. Und es ist sehr windig draußen und ich habe einen sehr dünnen Rock an. Und der Wind hat sich einfach mal gedacht, wir zeigen mal allen mitten auf der Einkaufsstraße, was ich so unter meinem Rock trage. Und hat auch so geweht, dass ich auf der einen Seite den Rock runtergedrückt habe, der auf der anderen Seite aber immer noch oben war. Großartiges Gefühl, ganz toll. Ja, das war schön gerade. Ja, jetzt wird erstmal gegessen und dann, wie gesagt, die Outfits geplant, Make-up und Dekoration rausgesucht. Und dann wollte ich heute eigentlich noch nach Köln fahren und zu Stoff und Stiel gehen. Das ist der nächste, das ist so ein Stoffladen, den ich ganz gerne mag, weil die eine ziemlich große Auswahl haben. Weil ich da noch Stoff brauche für eine Jacke, für ein Kostüm, was ich für den Kalender für 2021 mache. Und also den Jahreskalender. Und ich bin super gehypt wegen den ganzen Projekten, die dieses Jahr noch sind, tatsächlich. Also Kalender für 2021. Wahrscheinlich wird es eine Weihnachtskollektion geben. Dann gerade läuft ja noch die Halloween-Kollektion. Also ich bin voll beschäftigt, aber es macht mir auch richtig Spaß. Das war gerade ein bisschen stressig mit der Stadt. Also weil ich halt davon ausgegangen bin, dass ich da, wo ich zuerst hingefahren bin, der Laden existiert, aber nicht, das tat er nicht. Und ja. Und einkaufen ist halt anstrengend. Ich war halt wirklich super lange nicht mehr shoppen. Die letzten Male halt immer nur im Secondhand-Laden. Aber halt immer anziehen, ausziehen, rausgehen, eine andere Größe raussuchen, dann wieder reingehen, umziehen, ausziehen, anziehen. Anstrengend, dieses Shopping-Leben. Ich verstehe gar nicht, wieso Leute das als Hobby machen. Auto, es ist super stressig heute alles, weil mein Bruder jetzt schon früher fertig war als gedacht und es ist Freitag und mein Bruder kommt jetzt auch ins Auto und wir fahren jetzt zu meinem anderen Bruder und machen da die ersten Adventskalender-Fotos und ich freue mich sehr, aber ich bin immer noch sehr gestresst. Ah! So, ich bin jetzt gerade mit meinem Bruder noch mal kurz bei Rossmann, weil ich meine Maske vergessen habe, weil ich so gestresst bin, dass ich das vergessen habe, weil ich keinen Wimpernkleber mehr habe und mir reicht das, glaube ich, nicht mit normalen Wimpern heute. Das ist übrigens mein erstes Make-up. Ja, jetzt warte ich auf meinen Bruder und dann bauen wir das erste Set auf. So, wir sind gerade dabei, das erste Set zu shooten, also erstes Outfit im erster Location. Ich will euch nicht zu viel zeigen, damit ihr euch noch ein bisschen überraschen könnt. Im Kalender und auch auf Instagram und auf Patreon wird es die Bilder geben. Nicht alle überall gleich natürlich, jetzt auf Instagram wird es die wenigsten geben, auf wenn man den Adventskalender kauft, natürlich die meisten und auch als erstes die Motive. Und bei Patreon muss ich mal gucken, wie genau ich das mache. Da habe ich mich noch nicht ganz entschieden, aber genau. Ja, deswegen will ich euch noch nicht zu viel von den Sets zeigen. Aber ich hoffe, mein Bruder kommt jetzt gleich wieder und dann machen wir weiter. Guten Vormittag. Gestern war super anstrengend noch, beziehungsweise auch super stressig, weil ich natürlich wollte, dass alle Leute, die gearbeitet haben an dem Kalender, dass das sich alles nicht so lange zieht. Es war auch gar nicht so lange, um 19.30 Uhr oder so waren wir, glaube ich, schon fertig mit den ersten vier Sets. Ich habe eben angefangen, die erstmal durchzugucken. Ich mache da jetzt auch gleich weiter. Räume hier gerade noch so ein bisschen Papiersachen weg und werde wahrscheinlich heute zu meinem Bruder fahren und das Nikolausbild machen, weil da habe ich eine ganz besondere Vorstellung, wie das ausschauen soll. Und dann halt mit dem Outfit noch zwei, drei andere Posen machen. Und dabei direkt einen Weihnachtskranz zu meinem Bruder bringen und den da in der Wohnung platzieren, damit wir da am Sonntag Harley Quinn-Bilder machen können mit der Weihnachts-Harley Quinn. Und
Ja, das steht heute an. Dann wollte ich heute unbedingt weiterarbeiten an meinem Cosplay, an dem ich gerade arbeite, für den Kalender für 2021 und eventuell auch noch da weitermachen und da weitermachen. Das sind Cheerleader-Outfits, die ich mache für den Adventskalender. Ja, und ich glaube, das ist auch mehr als genug für heute, für den Tag. Ich hoffe, dass ich heute streamen kann. Das habe ich gestern ja ausfallen lassen wegen des Fotoshootings und weil ich danach noch einen Elch von meiner Mutter kaputt gemacht habe, den sie sehr, sehr mag und das hat mich sehr fertig gemacht. Ja, da hatte ich dran zu knabbern, weil ich die ganze Zeit so darauf aufgepasst habe und dann, als ich den zu Hause bei uns wieder in den Keller gebracht habe, rutscht er mir aus der Hand und fällt also mit dem Kopf auf die Fliesen und ist kaputt. Und ich stand da und ich dachte mir so, das ist doch jetzt nicht passiert. Das ist doch jetzt nicht wirklich passiert. Ja, das war ziemlich doof. Normalerweise bin ich ja sehr tollpatschig, also ich bin ja sehr tollpatschig, aber normalerweise tue ich halt nur mir selber weh. Das hat halt auch meiner Mama wehgetan, weil die den sehr mochte und das hat mich sehr traurig gemacht gestern. Ja. Aber vergeben, vergessen, es war ja nicht mit Absicht, aber trotzdem war das echt, echt blöde. Ja, Knarz. Und wenn ich es schaffe heute, würde ich noch gerne eine Runde zocken. Ich habe ja vor ein paar Tagen das erste Mal wieder LoL gespielt, seit Ewigkeiten. Und jetzt habe ich wieder richtig Bock. Deswegen mal schauen, ob ich das heute noch hinkriege. Ich sehe gerade da hinten so eine To-Do-Liste. Ja, da sind auch noch ein paar Projekte drauf. Die nehme ich aber, glaube ich, nicht heute in Angriff. Mal schauen. Weniger labern, mehr machen. Wir haben Samstag und ich habe gerade das zweite bzw. fünfte Set abfotografiert. Ich bin nicht ganz so happy, aber hiervon brauche ich, glaube ich, eigentlich nur ein Bild. Das müsste hingehauen haben. Hoffentlich!